Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, wir gucken jetzt gleich mal in den Shop rein. Da haben wir nach wie vor den Mayhem, den Ruckus. So, da habe ich ja schon meine Noten drauf vergeben, aber inzwischen sind ja auch schon die Noten von euch mit reingekommen. Schauen wir doch mal ganz kurz, das hier ist der Ruckus. Wie habt ihr denn eigentlich den Ruckus bewertet? Okay, also Ruckus 3,43 von 5 bei 7 Votes. So. Dann schauen wir hier rein. Das ist jetzt der Mayhem. Und ich bin mal gespannt, wie es bei Mayhem aussieht. So, auch nur 3,5 bei 5 von 5 bei 6 Votes. Alles klar. So, das sind die beiden neuen Skins gewesen. Jetzt haben wir hier den Junk Jet, den hatte ich ja auch gestern bereits bewertet. Schauen wir mal, wie es beim Junk Jet aussieht. Oh, sehr schlecht angekommen. 2,33 von 5 bei 6 Votes. Alles klar. Und die Picke, die Splinter Strike. Schauen wir mal, wie es bei der Splinter Strike aussieht. Oh, auch da nur 2,6 von 5 bei 5 Votes. Jo, das ist natürlich krass. So, dann haben wir den Suntan Specialist. Ja, der hier schön sein Näschen eingerieben hat, damit er sich nicht verbrennt. So, gucken wir doch einfach mal, was sagt denn hier die Community dazu. 3,71 von 5. Bei 14, achso, ich habe meine Note noch gar nicht gegeben. Ich würde dem 4 von 10 geben. Hier sind es 3,71 von 5 bei 14 Votes. So, dann haben wir die Spectra. Die sieht ein bisschen aus wie die Picke vom Omega. Da gebe ich 6 von 10. Schauen wir mal, oder 7 von 10 sogar. Gucken wir mal, wie sieht es denn aus beim Spectra. Und der Spectre hat, Moment, 4,25 von 5 bei 8 Votes. Am 30. März 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 16 Mal. So, Infinite Dab finde ich persönlich jetzt nicht so prickelnd. Da finde ich den normalen Dab eigentlich sogar noch fast besser. Trotz allem kriegt der Infinite Dab von mir immerhin mal 6 von 10. Gucken wir mal, Infinite Dab ist aber sehr beliebt, weiß ich. Aber 4,04 von 5 bei 25 Votes. 6. Juli 2018 das erste Mal drin gewesen. 81 Reminders. 9-mal im Shop gewesen. So, dann haben wir Munition Expert. Ja, was soll ich dazu sagen zum Munition Expert? Ja, da gebe ich halt 4 von 10. Ich ahne schon wieder, was da, glaube ich, kommt, ja. So, ja. Da haben wir es wieder, 4,38 von 5 bei 13 Votes. So, wie oft war das Ding drin? Am 7. November 2017 das erste Mal drin gewesen. 27 mal 38 Reminders. Okay. Und jetzt haben wir den neuen Emote. Das ist der, ich habe den selber noch nicht gesehen, den Busy. Bin mal gespannt, warte mal. Ja.
Wie geil. Ist das. Das ist immer richtig geil gemacht, auch so. Mega! Das Ding ist richtig cool, dem gebe ich 9 von 10. Super witzig, echt cool. 9 von 10. So, ja, gespannt, ob da überhaupt schon mal was dafür da ist. Ich schätze es jetzt mal nicht. Nee, gibt es noch kein Rating dafür. Für Busy gibt es noch kein Rating. So. Und dann haben wir den letzten, das ist dieser Show Squall. Dem gebe ich 0 von 10. Das Ding ist nicht schön. Snow. Snow, nicht Show. Snow Squall. Und der Snow Squall hat hier bei euch eine 3,67 von 5 bei 3 Votes nur. 15. Januar 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 9 Reminders. Und allein daran erkennt man, dass es euch jetzt nicht so wirklich interessiert. So, ja, wenn euch das heutige Video wieder gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit Miniman gleich. Oder schaut doch mal auf unserem anderen Kanal vorbei mit Fortnite Daily Clips. Da ist übrigens heute was ganz Interessantes zu sehen. Und zwar ist ja jetzt endlich sind die Zombies wieder weg. Und ja, da haben wir ja heute, haben wir uns erst riesig gefreut und dann haben wir gleich in den ersten Matches festgestellt, wir müssen ja wieder komplett anders spielen. Sind dann natürlich gleich erstmal richtig auf die Nase geflogen, weil vorher musstest du ja nicht wirklich darauf achten, dass du ohne Ende Heilung mit dabei hast. Wusstest ja, irgendwo sind Monster und dann kannst du dir da mal schnell ein paar Schilde wiederholen und ein bisschen was hochheilen. Ja, das geht ja jetzt inzwischen nicht mehr. Auf der anderen Seite ist man natürlich froh, dass man wegen Monstern jetzt nicht mehr sterben kann, wenn man mal irgendwie wirklich down ist oder so. Oder kurz davor ist, down zu sein. Die können einem auch die Buildings nicht mehr runterholen. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Man kann auf der anderen Seite jetzt halt auch wieder nicht mehr sehen, wo sich einer versteckt hat, wenn die Monster gerade in die Richtung rennen. Also, ja, ändert das Spiel schon ganz gewaltig, aber der Cube ist ja auch endlich weg. Also, wenn man jetzt den Loot Lake anguckt, der ist ja inzwischen komplett anders. Ja. Und als dieser Cube über dem Loot Lake, ja, wie soll man es sagen, als das Böse zerstört wurde, da gab es ganz irre Szenen da oben, also wer da rumgeflogen ist. Da haben wir unter anderem von Ninja, von Tim the Tat Szenen also eingefangen. Beziehungsweise, was heißt eingefangen? Clips gefunden, wo sie aktuell tatsächlich da oben waren. Und lasst euch mal überraschen. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch das unbedingt mal an. Schaut auf unserem anderen Kanal Fortnite Daily Clips nach und dann werdet ihr dort dieses neue Video finden und darin dann eben auch diese Szenen. Mega interessant, fand ich echt cool. Ja, also, jetzt macht's gut, oh, haut rein und tschüss.